Hallo, hier ist Mick von den Nürnberger Spielkarten. Ich zeige euch heute Go for Gold, ein neues Spiel aus unserer Miniserie. Es ist von Kathi Arendt und Steffen Bendorf, ist für 2 bis 4 Spieler, dauert so circa 10 Minuten und ist ab 8 Jahre. Die Grafik hat Christian Opera gemacht. So, hier seht ihr jetzt den Spielplan von Go for Gold. Der Spielplan ist auch wieder beidseitig bedruckt. Es gibt eine A- und eine B-Seite. Natürlich entscheiden sich alle Spieler für dieselbe Seite. Wir nehmen ruhig mal die vordere Seite. Und dann geht das Spiel los. Der Startspieler sucht sich einen der 4 Häfen aus. Ihr seht hier diese Ankerfelder, das sind die Häfen. Macht da ein X hin. Das ist also quasi mein Starthafen. Und dann wählen die Spieler in Sitzreihenfolge. Im Uhrzeigersinn einfach den nächsten Hafen. Der links von mir sitzt, muss dann den Hafen als Starthafen nehmen. Die oder derjenige davon wieder links muss den Hafen nehmen und so weiter. So, im Laufe des Spiels wandere ich über die Insel und versuche Goldschätze zu finden und Tempelanlagen zu erforschen. Wie mache ich das? Wenn ich am Zug bin, würfel ich. Die gewürfelte Zahl gilt jetzt für alle Spieler. Das heißt, jeder von uns muss jetzt 5 Felder weit laufen. So, und zwar ist es so, ich muss diese 5 Felder gehen, also ich darf die erstmal nicht verfallen lassen. Es gibt eine Besonderheit, die erzähle ich aber nachher. Und ich laufe von Feld zu Feld und mache dann am besten immer halt von Mittelpunkt zu Mittelpunkt. Das heißt, das wäre jetzt ein Feld, das wäre das zweite Feld, dritte Feld, vierte Feld, fünfte Feld. So. Beende ich meinen Zug auf einem Goldschatz oder einem Tempel, dann kann ich versuchen, den Tempelanlage zu erforschen oder den Goldschatz zu bergen. Wenn ich über Schaufeln und Füße drüber laufe, dann darf ich die einfach hier auf meinem Spielplan markieren. Das heißt, ich bin über eine Schaufel drüber gelaufen. Das heißt, die markiere ich mir einfach. Wäre ich jetzt über einen Fuß drüber gelaufen, hätte ich mir den Fuß markiert. Die Füße sind dafür da, es ist gewürfelt worden und das, was da ist, gefällt mir gar nicht oder ich kann oder möchte es nicht laufen. Dann kann ich einen meiner Füße schraffieren, die ich schon eingekreist habe. Das heißt, der ist dann verbraucht. Aber ich darf mich 1 bis 6 Felder, das darf ich dann frei entscheiden, vorwärts bewegen. So. Nehmen wir an, der nächste Wurf wäre eine 2. Dann würde ich jetzt von hier aus 1, 2... Also der aktive Spieler würfelt immer, aber das Würfelergebnis gilt für alle. Das heißt, die 2 hätte jetzt mein linker Nachbar gewürfelt, aber wir alle müssen die 2 einzeichnen. So, jetzt bin ich auf dem Schatzfeld gelandet. Das heißt, jetzt kann ich, wenn ich möchte, versuchen, den Schatz bergen. Oder, wenn ich es nicht möchte, kann ich es doch einfach sein lassen. Also ich muss es nicht machen. So, möchte ich den Schatz bergen, sage ich das und würfel den Würfel. Es ist eine 6, das heißt, ich hätte mindestens eine 6 würfeln müssen. Habe ich gewürfelt, das heißt, ich bekomme die 6 Punkte und trage die hier drüben ein. So, einmal 6 Punkte. Hätte ich jetzt zum Beispiel nur eine 4 gewürfelt, dann hätte ich mich entscheiden können, sage, okay, das ist zwar leider zu wenig, aber ich habe 2 Schaufeln übrig, das heißt, dann streiche ich einfach 2 Schaufeln durch, kriege dadurch 2 Punkte mehr und hätte auch die 6 erreicht. Dafür sind also die Schaufeln erstmal gut. So, das muss ich aber nicht machen. Ich kann auch sagen, ah, die Schaufeln will ich mir lieber für was anderes aufheben. Dann hätte ich halt versucht, den Schatz zu bergen, aber leider Pech gehabt. So, an der nächste Wurf wäre jetzt zum Beispiel eine 3. Machen wir 1, 2, 3. Dann bin ich hier, bekomme also noch eine Schaufel. Und der nächste Wurf wäre zum Beispiel eine 6. Da würde ich sagen, nee, die 6 gefällt mir nicht. Ich möchte stattdessen eine 2 haben. Das heißt, dann streiche ich jetzt das hier durch und würde sagen, ich gehe nur 2 Felder. 1, 2. Jetzt bin ich bei so einem Tempel angekommen. Jetzt habe ich auch wieder genau wie beim Schatz die Möglichkeit und sagen, ja, ich möchte den Tempel erforschen. Oder ich sage, nee, das ist mir zu wenig, ich habe zu wenig Schaufeln. Ich möchte lieber warten. Für was brauche ich die Schaufeln? Ich sage, wenn ich den Tempel erforschen will, würfel ich auch wieder mit einem Würfel. Und jetzt darf ich maximal so eine hohe Summe würfeln, wie ich Schaufeln habe. Das heißt, ich habe 4 Schaufeln, habe eine 4 gewürfelt, passt. Das heißt, ich habe den Tempel erforscht, trage mir hier drüben 9 Punkte ein.
muss aber auch alle Schaufeln, die ich habe, durchstreichen. Hätte ich jetzt zum Beispiel eine 5 gewürfelt, dann habe ich den Tempel leider nicht erforscht, weil ich habe nicht genug Schaufeln. Aber ich bekomme dafür einen Fluch und muss mir einen Minuspunkt eintragen. Habe ich den Tempel erforscht, dann sage ich das für alle Mitspieler und streiche den durch, beziehungsweise alle meine Mitspieler streichen den auch durch. Und ab jetzt kann der rote Tempel nicht nochmal erforscht werden. Habe ich es nicht geschafft, weil, wie gesagt, ich habe jetzt die 5 gewürfelt, meine Schaufeln haben nicht gereicht, dann wird der Tempel logischerweise nicht durchgestrichen. Das heißt, meine Mitspieler können immer noch versuchen, den im Laufe des Spiels zu erforschen. Ja. Ich darf im Laufe des Spiels kein Feld betreten, wo ich schon mal gewesen bin. Habe ich mich ungünstigerweise irgendwie in eine Sackgasse manövriert, dann würde ich leider ausscheiden. Das heißt, ihr solltet schon gucken, dass ihr euren Weg möglichst gut plant. Nicht, dass ihr euch da irgendwie verheddert und nicht mehr weiterspielen könnt. So, ich habe ja gesagt, man muss immer die komplette Augenzahl eigentlich ausführen. Außer, ich benutze den Fuß. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Nehmen wir jetzt mal an, wir hätten noch eine Weile weitergespielt. So, und ich wäre jetzt hier. Und jetzt wird zum Beispiel eine 3 gewürfelt. Dann kann ich jetzt entscheiden, ich möchte diesmal den Hafen benutzen. Das heißt, ich nutze nur das eine Feld. Der Rest meines Wurfs verfällt. Und nächste Runde suche ich mir einen der anderen Häfen raus, wo ich rauskomme und von da aus weiterspiele. Das darf ich aber nur einmal im ganzen Spiel machen. So, das Spiel endet. Wenn ein Spieler diese 6 Punktefelder gefüllt hat, dann werden einfach die Punkte zusammengerechnet. Und wer die meisten Punkte hat, der gewinnt. So, das war Go for Gold. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Schätze finden und Tempel erforschen.